Moin. Ja, nun mache ich mir das mal gemütlich. Ja, und erzähle euch mal ein, so was von der Biologie. Das kann ja nur lehrreich sein eigentlich, nicht? Ja. Und zwar von den Insekten. So, wir wissen, was Insekten sind. Insekten leben nicht Insekten, sondern die flattern und krabbeln und tun und machen so irgendwie so ein ganz viel dummes Zeug, machen die und den ganzen Tag lang. Und die Nacht auch noch vielleicht. Aber es gibt ja dann auch mehrere Gruppierungen von den Insekten. Ja. Unter anderem ja auch Nachtfalter. Kein Mensch weiß, was so ein Nachtfalter eigentlich, wozu da eigentlich gut ist. Faltet der nachts irgendwo was rum? Oder warum heißt der so? Ja, wenn du nachts so am Lagerfeuer sitzt, dann hat er ja nichts Besseres zu tun, als dir so um die Ohren rumzuflattern. Dann kriegt er mal einige Langlicht im Dreck und dann hat sich das für den Nachtfalter erledigt. Eigentlich. Nee, 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 nee. Dafür ist er gar nicht unterwegs. Und vor allen Dingen, der so ein Nachtfalter, der hat auch nichts, aber auch gar nichts mit irgendeiner Ausgangssperre zu tun. Er ignoriert er einfach. Ja, da sind diese Insekten, die alles ignorieren. Ne? Die treiben sich so nachts rum. Ja, das sind welche von der übelsten Sorte, die Biester. Man kann schon wieder mengen, aber lohnt sich ja nicht. Ein Nachtfalter ist ungefähr so groß. Und dann ist er dunkel. Ist so klar, dunkel. Und dann gibt es da so Gruppierungen drin. Da gibt es welche mit und ohne Taschenlampe. Es gibt auch welche mit Kopflampe. Das ist so eine Kreuzung zwischen Nachtfalter und Glühwürmchen. Und dann gibt es ja so eine mit gedimmtem Licht. Das sind so nicht die ganz so hellsten auf der Kerze. Auf der Torte meine ich. Hellsten Kerzen auf der Torte, so heißt das. Ja, die fliegen immer so gedimmt rum, so gedimmt. Und das sind meistens die, die eine geballert kriegen. Ja, so, nun wisst ihr ja schon mal einiges über diese Nachtfalter-Dinger da, ne? Und meistens sieht man die ja nicht, weil die eben in der Nacht rumfliegen und ich schlafe denn. Dann ist mir das auch egal, was die da machen, ne? So, nun habt ihr das wieder alles, ne? Und ich hoffe ja, ihr habt aufgepasst. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dann haben wir den Tagfalter. Der Tagfalter ist so, glaub, nur zum Vorfeld. Der Tagfalter ist ein klein bisschen schmierig im Anfassen. Ja, das kommt von der Tagescreme, die der immer. Ja, egal. Wir machen, ja, wie nächste Woche. Aber gut, tschüss.